Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Ja, meine lieben Zuschauer, da bin ich wieder. Mein Name ist Katrin Mücke, ich bin ein hellfühlendes Kartenmedium. Ich bin angereist für euch aus Hamburg, wunderschöne Stadt. Und ich habe sehr viel Erfahrung, über 30.000 Beratungen. Ich mache Energiearbeit, das heißt, ich kann dir den Schleier aus deiner Aura ziehen, Aura-Reinigung. Ich kann dir einen Energiekick geben. Wir sehen hier im oberen Band das, was ich jetzt im ersten Moment anbiete. Frage zur Frage gehört natürlich auch sowas wie eine Entscheidungsfrage. Ich kann beide Wohnungen haben. Welche wäre besser für mich? Oder zwei Jobs, ah, ich kann mich gar nicht entscheiden. Der eine ist dichter, der andere ist weiter weg, hat seine Vor- und Nachteile. Ich schaue dann wirklich, was besser für dich wäre. Manchmal liegt beides auch nicht gut, das sage ich auch ganz klar dazu. Ja, die Herzöffnung heißt einfach, ich öffne dein Herz. Manchmal ist es für dich, manchmal insgesamt für das Leben. Einfach das Schöne wieder zu sehen. Wir haben hier gerade kurz noch zusammengestanden und miteinander gesprochen, dass wir auch wieder dankbar sind für all das, was uns umgibt. Vieles nehmen wir einfach auch für selbstverständlich. Und da habe ich meinen ersten Anrufer. Wen darf ich hier begrüßen? Schönen guten Abend, hier spricht Stephanie. Hallo, ja? Ich hätte eine Frage, und zwar, ich habe einen Mann kennengelernt und möchte wissen, ob er es ehrlich meint mit mir, ja, bitte. Ja, das gucken wir uns doch mal an. Also Unehrlichkeit liegt schon mal nicht zwischen euch. Fakt ist aber, also das ist auch wirklich ein bodenständiger Mann, das kann ich dir schon sagen. Ja. Was ich an dir toll finde, du überschüttest ihn nicht mit deiner Wärme, sondern bist auch so ganz gut in deinem Verstand und du guckst auch genau hin. Gefällt mir sehr gut. Pass aber auf, dass du das Ganze nicht über die Sexualität laufen lässt, sondern und ihr auch nicht zu viel gleich raustust, sondern dass du wirklich guckst. Ich habe das nicht schlecht liegen, aber es muss sich langsam entwickeln. Und das kann sein, dass er sich zwischendurch auch noch mal verabschiedet, weil er, hat er sich so gedacht, mal ein bisschen mit Sexualität. Du passt mir gut auf dich auf und du bestimmst das Tempo. Also okay. Es hätte Sinn, unehrlich ist er nicht. Alles Liebe dir. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, nicht gleich zuschütten mit sonst was. Ja, wir sind hier in der Abendbrise und ich werde deinem Kind oder deinem Vater oder deinem Bruder keine Energie schicken, weil der muss einverstanden sein damit und ich greife nirgendwo ein, was ich machen kann, was ich mir überlegt habe in den Nächten hier, dass ich ein Paket dann bereitstelle für Energie, zum Beispiel, dass er wieder motiviert ist oder Lebensfreude hat. Und dann muss er sagen, ich öffne jetzt das Paket von Katrin Mücke, aber nur er, und dann rieselt das auf ihn runter. Wen darf ich begrüßen? Wer hat es geschafft? Ja, hier spricht Dirk. Hallo. Na, du nun, was magst du? Ich hätte jetzt gern die Aura-Reinigung. Das mache ich dir gerne. Dörte, du guckst auch bitte, dass du ganz viel draußen bist. Das ist ganz wichtig. Hört sich doof an, aber hüpf manchmal draußen ein bisschen auf einer Stelle oder schüttel dich ein bisschen. Du kannst selber ganz viel beitragen und du kommst auch immer wieder an Negativenergien, weil Leute um dich sind, die dir nicht unbedingt gut tun. Ne? Okay. Alles Liebe dir. Tschüss. Dankeschön. Tschüss, du. Tschüss. Tschüss. Ja, fließt. Wenn ich so mache, liebe Zuschauer, und du hast jetzt gerade das erste Mal den Fernseher an, ich bete jetzt hier nicht, das ist einfach für die Konzentration. Das ist so, als ob ich alles zusammenschiebe und nur noch in diesem Kanal bin, dass ich die Energien rausgebe. Ja, also das mache ich auch, dass ich ein Paket dann hinstelle. Selber kannst du dir natürlich auch einen Energiekick abholen. Oder das Wichtigste, oder die Frage, oder die Entscheidungsfrage. Und ich kann natürlich auch eine Herzöffnung machen, aber nicht für einen Mann, der das Herz für dich aufmachen soll. Das ist ja auch ein Eingriff, sondern wirklich für dich dann. Ja, wen darf ich hier begrüßen? Hallo.
Hallo, hier ist die Hilde. Ich hätte gern das Wichtigste. Ja, da gucke ich dir doch gerne. Das Mitgefühl ist das. Und zwar, das gibt einige Menschen um dich herum, die wollen dir gar nicht wehtun, sondern die sind wütend aus anderen Gründen. Und du brauchst jetzt nicht mitfühlen, ach, der Arme oder ach, die Arme. Aber okay, es geht nicht um mich, sondern er lässt es raus. Und da kannst du ganz klar sagen, nö, ich fühle auch für mich mit. Hier gibt das auch eine Grenze. Aber dass du weißt, es geht nicht um dich. Fühl da wirklich auch mit dir mit. Und auch da habe ich noch einen zweiten Punkt, die Zärtlichkeit für dich selber. Das heißt, auch immer ein gutes Auge für dich haben. Alles Liebe dir. Dankeschön. Tschüss. Gerne. Danke, tschüss. Tschüss. Ja, das ist gar keine Frage. Wir sind jetzt in der Runde Brise, das hört man auch schon. Das geht ziemlich schnell, die Brise kommt auf, wird bearbeitet und ebbt wieder ab. Ja, da sind wir jetzt. Und ich habe hier ganz, ganz viele Energien um mich. Das habe ich von Hamburg wirklich eingerichtet. Und ich darf meinen nächsten Gast begrüßen. Wen habe ich in der Leitung? Hier ist die Ingeborg. Hallo, ja. Was schaue ich dir? Ich hätte gerne das Wichtigste. Ja, guck ich dir gerne, meine Liebe. Danke. Auch bei dir das Mitgefühl, auch für dich, aber auch doppelt gesehen für die anderen, weil dann ist deine Wut nicht so groß oder deine Trauer und du kannst viel mehr in deinen inneren Frieden gehen. Die beiden Karten spielen zusammen sozusagen. Du verstehst den anderen mehr und fühlst dich auch auf der Herzebene ein, aber auch auf dein Herz, verstehst dadurch alles besser und bist mehr im Frieden oder auch in der inneren Mitte sozusagen. Ne? Okay, alles danke. Liebe dir, Ingeborg. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. War doch Ingeborg, oder? Ja, ich freue mich auf meinen nächsten Gast. Ich habe hier allerhand an Kartendecks mitgebracht. Ich habe mit einigen noch gar nicht gearbeitet, aber nachher gehen wir ja dann auch weiter. Dann habe ich da noch das Streiflicht und dann gucke ich so überall ein bisschen rein. Dafür schon mal einen Zettel rauslegen. Und ein Stift, dass du nachher nicht da sitzt und denkst, so, was hat sie denn noch gesagt, was hat sie denn noch gesagt, sondern Stichpunkte und dann weißt du hinterher, ah ja, das war das oder das war das. Ja, ich bin heute den dritten Tag hier, morgen ist dann auch schon fast Abschied angesagt, nee, ist Abschied angesagt, aber erst nachmittags. Jetzt haben wir die volle Stunde bis 9 und da habe ich auch schon meinen nächsten Gast, wen darf ich begrüßen? Hallo, hier ist die Margitta. Hallo, ja. Ich hätte gern das Wichtigste. Ja, gucke ich dir gerne. Du warst früher auch so schön frech. Wo ist das abgeblieben? Tja. Ja. Ne, das heißt auch, noch mehr für dich tun. Das heißt auch wirklich schön machen. Das heißt jetzt nicht, dass du jeden Tag ein paar Stunden beim Friseur sitzt, aber dass du sagst, ich bin meine eigene Königin. Ich mache mich schön, egal ob mit Bewegung oder dass ich mir einen Tropfen Parfum hinter die Ohren mache, dass ich mich beachte. Und wenn du dich beachtest, dann fängst du auch wieder an, lustiger zu werden, freier zu werden. Und das ist dein Thema für die nächste Zeit, dass du dich beachtest, deine innere Schönheit, deine äußere. Und dann kannst du im Außen viel mehr empfinden und viel tiefer. Alles Liebe dir. Tschüss. Da hast du recht. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ja, das ist immer drollig, wie man so ein Feedback kriegt. Manche sagen auch, ja, weiß ich jetzt gar nicht, rufen dann später nochmal und sagen, ja, jetzt habe ich das verstanden. Jetzt weiß ich, worum das geht. Lass das erstmal sacken. Ich weiß, wenn wir Dinge lernen, dann ist auch erstmal, hä, was ist das denn? Wie soll das denn zusammenhängen? Und dann geht das so klacker, 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 klacker. Und dann sitzt das. Ja, wie gesagt, über 30.000 Beratungen hinter mir. Ich bin seit 2007, schlage ich immer mal wieder auf. Den einen oder anderen kenne ich hier sogar noch von früher wieder. Egal ob aus der Regie oder die Organisatoren, die Direktoren. Das ist immer ganz schön. Wen darf ich begrüßen? Schönen guten Abend, hier ist die Monika. Und Monika, wenn du den Fernseher nicht ausmachst, kann ich dich nicht beraten. Bitte? Ja, du hörst mich über den Fernseher und übers Telefon und ich falle hier aus meinem Kanal. Bitte mach den Fernseher aus. Mach ich sofort, ja. So, jetzt habe ich es aus. Sehr schön. Ne? Ja. Immer wenn du das, wenn du merkst, nimm gleich immer die Fernbedienung in die Hand, auch ihr anderen da draußen. Und sobald ihr merkt, ihr seid hier am Tisch, zack, ausmachen, ne? Alles klar. Ja,
Gut, was wolltest du? Das habe ich nicht verstanden. Ich wollte wissen, ich habe einen Mann kennengelernt, ob das was Festes wird oder nicht. Ich gucke mir erst mal an, ob das überhaupt ein ehrlicher ist, ja, und ob du den überhaupt willst, ja. Weil klar kann das was Festes werden, wenn der dich ausnutzen will oder so, ne? Mhm. Aber du möchtest ja glücklich sein. Und mir geht es auch darum, dass du glücklich bist. Das ist das Thema, ne? Du hast aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass da noch eine Ex eine Rolle spielt bei ihm. Das hast du im Herzen. Hat Aussichten, aber der muss sich lösen. Bleib in deiner Geduld, ja? Darf ich ganz kurz sagen? Der ist Witwe und ist erst Witwe geworden. Ja, genau. Und er kann sich von dieser Frau noch nicht trennen. Das ist genau das Thema. Geduld und dein Leben weiterleben, dann bist du auf dem richtigen Weg, okay? Alles Liebe dir. Danke. Tschüss. Ja, wie gesagt, du brauchst Geduld und bitte verhaspel dich dann nicht, dass du immer was versuchst. Ja, wenn du jetzt merkst, oh, ich wollte schon die Tage bei Katrin anrufen. Im unteren Bereich ist das Laufband, meine Lieben. Da könnt ihr unsere Mitmachregeln anschauen. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist ganz wichtig, genau. Und das Wichtigste, das Kartendeck steht hinter allem, um in deine Kraft wiederzukommen oder drin zu bleiben oder in der Klarheit. Oder auch manchmal sagen die etwas ganz anderes als dein Thema. Einfach, damit du abtauchen kannst, dich erholen kannst und dann eben auch eine gesunde Distanz zu deinem Thema hast. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Und witzigerweise, ich wollte das Kartendeck schon lange wegtun. Ich habe eine alte Hutschachtel, wo die immer drin sind. Und plötzlich habe ich gemerkt, das ist gerade ganz wichtig. Wen darf ich begrüßen? Hallo, Katrin. Karin. Katrin ist richtig, ja. Gut, ich hätte gern das Wichtigste. Ja, gucke ich mir gerne an, mein Lieber. Endlich mal einen Mann hier, du. Ja, ne? Also bei dir geht es um Freundschaften, männlich und weiblich, ja, und um Gerechtigkeit, dass du wirklich siehst, nicht alles hat gleich mit Liebe zu tun, sondern mit Geben und Nehmen. Und bei dir ist Gleichgewicht auch ganz wichtig. Gib nicht gleich alles raus, dein letztes Hemdchen, sondern guck immer, dass das wirklich im Gleichgewicht ist. Du siehst die Karte hier der Freundschaft. Freundschaft heißt Geben und Nehmen, nicht jetzt gibst du mir, nachher gebe ich dir, sondern insgesamt, dass es im Gleichgewicht ist, dann geht es dir auch körperlich viel wohliger und du kriegst eine andere Körperhaltung. Alles Liebe dir. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Das habe ich sogar geträumt. Also das ist ja witzig. Ich habe eben von diesem Mann vor einem Dreivierteljahr oder einem Jahr geträumt. Genau diese Thematik, die gerade war, ist ja doll. Ja, der Platz ist leer. Frei, kannst gerne zu mir kommen. Du brauchst auch keine Hemmung haben. Damit meinte ich nicht, dass du sonst was machst, aber damit meinte ich einfach, wenn du traurig bist oder sauer, du darfst trotzdem kommen. Du bist hier willkommen. Wen darf ich begrüßen? Die Michaela. Hallo. Ja? Servus. Servus. Oh, ich hätte gerne das Wichtigste für mich. Ja, das kann ich dir so schon sagen. Bei dir ist wirklich A, dass du die Gefühle rausnimmst aus Beziehungen, egal ob es der Chef ist, ob es die Kinder sind, wie auch immer. Ja, das schaffst du am besten, indem du dich fragst, was möchte ich gerne, was mag ich? Verspielt mit den Dingen umzugehen, das sagt der Delfin, der ist für ganze 3 Monate bei dir. Und Erholung für dich. Zieh dich mal raus, such dir deine Inseln für dich. In dir wollen sich viele Dinge sammeln und neu sortieren. Das kann ich dir sagen. Ne? Also nicht im Außen, ne? Nicht im Außen so viel. Umbruch, ja. Ja, genau. Ich drück dir die Daumen, meine Liebe. Toi, 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 sagen wir Hamburger. Tschüss. Danke, servus, tschüss. Servus, ja. Ist auch ein schönes Wort. Ja, das hängt alles miteinander zusammen, wirklich. Denn wenn wir mit den anderen gerecht sind, haben wir mehr Raum für uns. Wenn wir aber mit den Gefühlen reingehen oder für die etwas machen, gehen wir ja für uns weg in dem Moment. Und wenn sich Sachen setzen müssen, normalerweise nehme ich nur dieses eine Deck für das Wichtigste, aber die spielten da rein. Das mache ich dann auch intuitiv, dass sie gleich weiß, ah, okay, so oder so. Ja, natürlich, das ist richtig. Ich mache das, ich bin dabei, ich weiß, die Umbrüche kommen. Ja,
Wir sind in der Abendbrise, meine Lieben. Aura-Reinigung, Herzöffnung, Harmonisierung, Frage oder Entscheidungsfrage. Was wäre besser für mich? Soll ich kündigen oder hat das noch einen Sinn mit den Kollegen oder geht einer weg von denen und ich bleibe deshalb eben? Das sind auch so ganz wichtige Fragen, die einen schon ganz schön aushöhlen können. Jetzt erstmal die Infos, meine Lieben. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Ich sehe mich ja in dem kleinen Kästchen. Herzlich willkommen, jeder ist mir hier willkommen. Hauptsache, du bist 18 Jahre. Ja, und der Rest ergibt sich hier. Ich gucke, ich schaue, ich spüre. Bitte gleich den Fernsehton ausmachen. Sonst bin ich immer rausgerissen aus meinem Kanal. Weil ich gebe das ungefiltert weiter, was ich reinbekomme, auch wenn ich 2 oder 3 Karten ziehen muss und fall sonst raus. Deswegen immer die Fernbedienung schon in der Hand haben. Das geht manchmal wirklich zack, die Bohne, die Menschen fangen an zu stottern. Oh Gott, jetzt bin ich schon da. Oh, warte doch mal kurz. Manchmal geht es wirklich schnell, deswegen gleich die Fernbedienung in der Hand halten. Zettel und Stift kannst du natürlich auch bereithalten für das Spätere oder auch wenn du dir schnell ein paar Notizen machst und hinterher, was war das noch, was war das noch, dann hast du das alles zusammen. Da ist der nächste Gast. Wen darf ich hier begrüßen? Hallo, ich kann dich ganz schlecht hören. Hallo, jetzt? Jetzt besser, ja. Was schaue ich dir, was mache ich? Das Wichtigste hätte ich gerne. Ja, das gucke ich dir doch an. Oh, du hast von außen immer energetische Angriffe, gar nicht unbedingt über die Sprache. Aber du bist auch so ein wandelnder Seismograf, das heißt, du gleichst Stimmung aus. Stell dir mal jeden Morgen vor, du bist im Bergkristall super gut geschützt. Dann prallt das erstens ab. Zweitens bist du in deiner Konzentration. Drittens kriegst du den ganzen Tag über Lebensenergie, ja. Und Bergkristall hast immer einen gesunden Abstand und hast Kopf und Bauch zusammen. Tolle Karte, ich drück dir von Herzen die Daumen. Alles Liebe. Tschüss. Ich danke dir. Danke. Gerne, tschüss, tschüss. Ja, da kann ich euch da draußen sowieso mal einen Tipp geben. Macht die Dinge nicht hetz, hetz und nachher das und jetzt das und oh und das, sondern langsam machen, dann überfühlst du dein Bauchgefühl oder die Warnsignale. Ich will hier weg oder mir wird leicht übel oder es wird dunkler. Alles, das sind alles so Zeichen von die Menschen, mit denen du dich gerade bewegst, passen nicht zu dir, höhlen dich aus, nehmen deine Energie mit. Oder da kommt dann so eine doofe Geschichte auf dich zu, die du dir eigentlich sparen könntest. Und wenn du es gleich spürst und in Abstand gehst, ist das toll. Wen darf ich begrüßen? Ja, nochmal der junge Mann von vorhin. Nee, gibt's ja wohl nicht. Und nun? Ja. Und nun zieh mir noch mal so eine schöne Engelskarte da. Ja, natürlich, da. Guck mal, das ist auch so, viele hängen sich bei dir dran, ja. Und da sagt Erzengel Raphael, das ist manchmal wirklich so, du stellst dir vor, oh, der hat mir das erzählt, die hat mir das erzählt. Dreimal ganz tief einatmen und wieder auspusten und wirklich dir vorstellen, ich habe damit nichts zu tun, das ist nicht mein Stress. Das ist klasse. Und es gibt etwas, was du gerne möchtest, was du erreichen möchtest, was dir wichtig ist. Da ist jetzt noch nicht ganz der richtige Zeitpunkt, das soll ich dir auch sagen. Okay? Ich verstehe, ich hab's verstanden. Ja, gut. Tschüss, du. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, sitzt eigentlich fest, aber manchmal ist es da, manchmal nicht. Vielleicht ist das irgendwo ein kleiner Bruch im Kabel oder so. Na gut, wir werden das hier zusammen machen. Liebe ist mir das Wichtigste. Das heißt aber nicht, dass wir alle Menschen lieben und schon gar nicht mehr als uns selber, sondern du bist der erste Mensch, der auf dich selber Acht geben sollte. Dann kannst du den anderen auch etwas geben, aber erstmal machst du dich bitte selber satt, sonst bist du irgendwann, hast du alles rausgegeben und wunderst dich, ich war früher so lustig, ich war früher voller Power, also erstmal du, dann nix und dann die anderen, ja. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest zu mir kommen, im unteren Teil ist das Laufband, ja, so könnt ihr zu mir kommen. Ja, schon. Was heißt schon? Ich hatte das letzte Mal mit ganz vielen männlichen Wesen hier Kontakt. Und diesmal ist der erste. Also
Hat mich ja gefreut. Wen darf ich jetzt begrüßen? Ja, die Doris, hallo. Hallo, ja. Ich hätte gerne das Wichtigste. Ja, das gucke ich mir an. Begeisterung. Da sitzt so viel Power noch in dir drin, die gar nicht wirklich da ist im Moment. Mhm. Guck dir die Dinge einfach mal so an. Was habe ich früher mal gemacht? Wie wäre das, wenn ich das jetzt mache? Da möchte wirklich etwas raus, ja? Ja. Und dass du wieder in der Begeisterung bist. Dass du wieder das Gefühl hast, ich bin jung, ich bin frisch, genau. Mir geht's gut. Und da ist wichtig, guck, mach alles langsam. Guck, was zieht mich an? Wo schlägt mein Herz? Und dann bist du wieder ganz viel mehr in deiner Kraft. Alles Liebe dir. Toi, toi, toi. Gerne. Tschüss, ja. Tschüss. Vielen Dank. Ja. Ja, das ist wirklich fantastisch, weil das ist im Grunde genommen das, dass wir vielleicht auch woanders suchen. Und dabei können wir uns das selber geben. Was hat mich denn noch begeistert? Einfach das von außen, den Blick zu dir richten, da kannst du schon so viel mitmachen. Ja, ich muss jetzt hier mal schnell. Und ich darf meinen nächsten Gast begrüßen. Wer ist denn in der Leitung? Hallo, hier ist Rosemarie. Hallo, ja. Was mache ich, was schaue ich? Ich hätte gern eine Engelskarte. Ja, die steht da zwar nicht drin, aber weißt du, wie du deine Energien, das ist Erzengel Raphael, der steht ja für Heilung, ja? Wenn du magst, umgib dich mit Grün, sei auch draußen in der Natur, Grün bringt Heilung. Aber Erzengel Raphael sagt auch, bitte ernähre dich gesund. Das heißt jetzt nicht immer biodynamisch. Einfach frisch, einfach gut. Schlafe genug, aber trainiere auch. Das heißt jetzt nicht, du bereitest dich auf irgendwie irgendetwas ganz intensiv vor, aber dass du radelst, dass du einen Spaziergang machst. Und dann kriegst du wirklich deine optimale Gesundheit, die in deinem Rahmen möglich ist. Ja? Und vor allen Dingen, du wirst auch im Kopf wieder leichter und schneller. Das ist bei dir auch so ein Punkt gerade. Ich drücke dir von Herzen die Daumen. Alles ich Liebe danke. Dir. Tschüss du. Tschüss. Dir auch so. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ja, das versuche ich auch mit dem gesunden Essen und mit Radeln und überhaupt. Wen darf ich jetzt begrüßen? Hier ist die Marion. Hallo Katrin. Hallo, ja. Ich habe eine Frage und zwar habe ich zwei Kollegen, einen Mann und eine Frau, mit denen ist es echt sehr anstrengend. Und ich wollte fragen, ob sich die Lage entspannt, ob man das irgendwie klären kann. Also, lass da mal im Moment die Finger davon. Die Frau hat ihr Herz zugemacht, ja. Da ist im Moment gar nichts zu holen. Die merkt aber, du hast was Tolles. Und da ist sie auch so ein bisschen neidisch und deswegen versucht sie, das so ein bisschen wegzudrücken. Bei dir ist Schutz angesagt, Bergkristall in Salzwasser baden. Er mag dich im Grunde genommen auch, aber er ist immer so, das muss man so machen und das muss man so machen. Und da ist es so, schütz dich. Nach Feierabend ist dein Feierabend. Ich sehe jetzt im Moment auch niemanden hier weggehen von denen, sondern du wirst merken, da kommt langsam die Veränderung. Je mehr Respekt du dir selber entgegenbringst, gar nicht wirklich zuhörst oder nur lächelst oder sagst, nö, ich mag das Gerede nicht oder ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist und dich verschließt. Das ist wichtig, okay? Okay, gut. Und dann wird's leichter. Alles okay. Liebe dir. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, gerne. Tschüss, du. Weil bösartig waren die jetzt nicht. Die waren einfach auch mit sich selber beschäftigt. Und jemand, der ständig nörgelt, der kriegt, das hat mit dir gar nicht was zu tun, natürlich manchmal auch, der kriegt nicht genug Zuwendung und dann nörgelt er und man erklärt sich, ja, und da ist doch und da hat doch. Lass das sein, das ist nicht deins. Ja, meine Lieben, wir gehen anonym. Ich glaube aber, wir bleiben in der Abendbrise. Ist das richtig? Ja, es ist richtig. Ich sehe es schon eingeblendet. Ja, wenn ihr so eine Frage habt und vielleicht auch gerade du eben ein bisschen Angst hast oder jemand anderes mit Kollegen, sind die falsch, ist die falsch? Ich habe ja eben ganz schnell auf zwei Personen gelegt. Das kann ich natürlich auch in der Schnelle machen. Das geht oft nicht darum, irgendetwas zu ertragen, sondern sich zu schützen und das auch ein bisschen am Popo vorbeigehen zu lassen.
du eben und auch andere, ihr könnt euch auch mal fragen, ist es vielleicht mal eine Lernaufgabe, ein bisschen ein dickeres Fell zu bekommen. Wenn wir nachher eine etwas längere Runde machen zum Beispiel, kannst du gerne noch mal nachhaken. Ich schaue dann in deinem Bild, wo dein Karma ist. Karma ist ja auch immer Lernaufgabe. Karma hört sich oft so abgedreht an. Manchmal sind das leichtere Sachen, manchmal sind das aber auch Sachen, wenn wir nicht reagieren, dass uns das wirklich über viele Gebiete begleitet, gleichzeitig mit den eigenen Kindern, in der Nachbarschaft und, und. Und je schneller ich dir das sage und in die Klärung bringe und du selber Konsequenzen ziehst, weil abnehmen kann ich dir das nicht, hast du dir vorher ausgesucht, nicht hier, ich würde mir auch nicht mehr das aussuchen, wo ich so durchgehen musste, ganz klar, aber das hast du dir mal ausgesucht, aber du kannst lernen, damit umzugehen und du wirst hinterher mega stolz auf dich sein und sagen, das habe ich geschafft. Und das ist doch toll. Einen wunderschönen Abend. Hier ist Katrin Mücke. Hallo, ja? Da sind wir noch gar nicht so weit, aber ich kann dir mal ganz kurz sagen, was bei dir ansteht, ja? Merkst, nein, ich habe erstmal sowieso, dann kläre deine Energien, das heißt bade in Salzwasser, ja, das nimmt die Spannung und die Anspannung raus, das ist sehr gut für dich, wenn du keine Badewanne hast, die Füße in Salzwasser, da gibt es da drüben mindestens zwei, da drüben sage ich, weil die nicht mehr hier auf dieser Welt sind, ja, und die sind in Kontakt mit dir und zeigen dir kleine Segnungen, wo es leichter wird, wo du etwas Schönes siehst, worüber du dich freust, kannst, was dich leichter macht. Und es geht bei dir auch um das Loslassen. Das wäre das Wichtigste im Moment. Loslassen heißt stehen lassen. Damit kriegst du für dich Freiheit, weil dein Kopf frei ist, dein Herz frei ist und du mehr Zeit und Raum für dich hast. Ne? Alles Liebe dir, meine Liebe. Tschüss du. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Ja, alles klar. Ja, ich lade dich ein. Der nächste Gast hätte jetzt schon Raum hier für sich. Abendbrise, anonym, ganz klar. Für heute meine letzte Stunde, ihr Lieben. Löchert mich, holt euch Energien ab ohne Ende. Und wie gesagt, wenn das für das Enkelkind oder für den Mann des Herzens oder wie auch immer ein Energiepaket sein soll, ich mache das nicht einfach, aber ich stelle Energie hin. Und wenn du ihn dann gefragt hast, Mensch, möchtest du das? Und der sagt, das ist ja eine tolle Idee, was muss ich denn da machen? Dann sagst du einfach, du sagst jetzt, ich mache jetzt das Energiepaket von Katrin Mücke auf. Und er oder sie kann sich einfach berieseln lassen. Aber er muss es eben selber entscheiden oder sie. Wen darf ich jetzt begrüßen? Hallo, ja? Was mache ich für dich? Ja? Ja, der ist, brauchst gar nicht lange zu erzählen, das sieht man hier schon, der fällt immer in alte Muster, der hat auch eine ganz komische Vorstellung von Frauen, wenn die Ansprüche stellen, das findet er nicht witzig, ja, und er will, dass du ihn auch als Helden, als Macher siehst, das Gefühl hat er im Herzen, er will sich vor dir gerade machen, ist aber eine ganz falsche Thematik, denn es liegt das Falsche wirklich auch zwischen euch, du magst den sehr, rede da nicht so viel, erkläre nicht so viel, sondern ich möchte das, wann ist es möglich, das ist mir wichtig und ansonsten schütze dich, schütze dich, schütze dich. Mach dich nicht selber zum Opfer, das ist ganz wichtig bei dir, ja? Dass du sagst, ja, ich dachte, der ist irgendwie nett oder so. Nee, nee, also der hat schon eine Aufgabe mit dir, der Mann. Und du auch, dich zu schützen und dich für dich selber gerade zu machen. Ja, sag ich ja. Ich sag ja, der fällt, ich habe gesagt, der fällt immer wieder in alte Muster, das ist der Teufel. Und er ist der Meinung, dass Frauen nichts verdient haben, die müssen irgendwie klein beigeben. Das ist das Thema. Und deswegen sage ich, schütz dich. Stell dir vor, du sitzt im Bergkristall, ja, geh nicht groß auf das ein, sondern wann kann ich das machen? Ich möchte das. Und kämpfe für dich, mach dich gerade, mach dich nicht klein und warte nicht jahrelang ab, sondern bring das wirklich vor.
Ja, natürlich. Und wenn es der Bereich ist, das, was ich sage, meinte ich auch so, ob es der Bereich jetzt ist oder für dich, weil du regelst das ja auch so. Du bist ja da so ein bisschen der Seismograf. Die Antwort ist schon so richtig für dich, ja? Ich drück dir die Daumen. Alles Liebe. Tschüss, tschüss. Ja, manchmal soll man auch nicht zu nett und zu herzlich sein. Höflichkeit reicht manchmal vollkommen, gerade bei Menschen, die uns klein halten wollen oder irgendwas erzählen. Ne? Ja, mein Platz ist frei, anonyme Abendbrise, meine Lieben. Mein Name ist Katrin Mücke. Ich bin für euch aus Hamburg angereist, tolle Stadt. Berlin ist auch toll, aber manchmal mir zu groß. Erstmal die Infos, gleich geht's weiter. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Tja, da bin ich wieder. Und wir haben hier festgestellt, auch gerade bei der letzten Anruferin, dass sie gar nicht so schnell hinterhergekommen ist. Deswegen machen wir jetzt Abendbrise weg und anonym und die längere Beratung. Das heißt wirklich, das Kontingent ist oder das Paket ist etwas größer und wir können das streiflich machen oder haben einen Tucken mehr Zeit. Egal, ob es die Spiritualität ist, der Karma-Blick oder deine Lernaufgaben, können wir das auch ganz einfach nennen, oder der tiefe Blick. Das, was mich anspringt, oder ich hätte jetzt auch zum Beispiel bei dir, Lady, die du gerade angerufen hattest, noch mal den weiteren Gang gesehen, wie viel Veränderung man letztendlich reinkriegt. Das kann man auch über einen längeren Zeitraum einfach mal so sehen. Das ist schon eine tolle Geschichte. Ja, und ich freue mich auf euch. Ich denke auch, ihr merkt, ich habe Spaß daran. Wie gesagt, ich habe viel, viel selber auch Lebenserfahrung gesammelt über ganz viele Lernaufgaben, ganz viele Tiefen in meinem Leben. Die schon ganz schön heftig waren, aber aus denen ich auch schöpfen kann, ihr genauso. Wir sind keine Opfer, sondern wir können handeln. Wen darf ich begrüßen? Na, ja? Ja, ja. Bist ein bisschen erschreckt, ne? Ja. Ja, also pass auf, er hat auch ein bisschen Angst im Herzen und weiß auch noch nicht so genau, was er will. Also ist das schon gut, dass sich das langsam entwickelt, ja? Es liegen auch die guten Aussichten zwischen euch. Aber entweder hast du einen alten Mann noch nicht losgelassen, ich meine jetzt nicht vom Alter her, sondern aus der Vergangenheit, weil du selber bist noch mit ganz wackeligen Knien unterwegs, ja? Du verlässt hier ein altes Ufer und fängst etwas Neues an. Es geht auch darum, dass du Zeit brauchst. Du brauchst gar nichts machen. Er kann sich melden, er baut auch auf, er möchte auch aufbauen, er macht das langsam und das ist auch das Tempo, was du brauchst. Was anderes kann ich dir gar nicht sagen. Und ich habe nicht Verlogenheit zwischen euch oder sonst was, sondern sutsche, mach langsam, guck für dich, was mache ich heute, wann treffe ich mich mit Freunden, das hat Sinn und du brauchst auch nicht irgendwie von schüchtern auf, ich bin jetzt die Draufgängerin sein, das bist du nicht. Und er ist auch ein bisschen zaghaft. Lasst euch beide Zeit. Ja? Alles Liebe euch. Ich drück dir die Daumen. Viel Glück und toi, toi, toi. Gerne. Tschüss, du. Und es ist auch wirklich so, in Wahrheit bin ich nämlich auch schüchtern. Also ich kann mehr vor ganzen Klassen reden und Referate halten, als dass ich so im Kleinkreis bin. Das ist mir alles auch zu dicht. Aber das ist ja auch nichts Schlechtes. Das ist ja
Oh, was soll ich machen? Ich bin schüchtern. Ja, bist du eben schüchtern. Das ist ja auch etwas ganz Tolles, weil du bist damit ein bisschen vorsichtiger. Du fühlst auch mehr und du siehst auch mehr. Und warum musst du immer gleich handeln? Also alle denken schneller, weiter, höher. Das tut gar nicht Not. Wir haben alle Zeit und sind nicht gehetzt. Deswegen, viele wundern sich auch, wenn ich wirklich die Karte ziehe. Ruhe ist für dich wichtig. Ruhe, ich muss mich doch entwickeln, meine Spiritualität, meine Karriere. Nein, Ruhe ist und muss. Wen darf ich begrüßen? Na, ja? Ah, das Streiflicht. Alles klar. Manchmal bin ich dann so, hä? Wie jetzt? Da muss ich erst mal gucken. Also, bei dir ist auch wirklich, atme dreimal tief ein und aus. Das kannst du, musst du jetzt nicht machen, das ist Quatsch. Weil du hast viel von anderen übernommen, du hast viel dein Herz verschenkt. Mach da mal ab und zu, dass du dir einen Bergkristall auf dein Herz legst, aber nicht so einen großen, sonst wird dein Herz wirklich kalt, das ist nicht gut, sondern auf deine Kleidung drauf, dass du wieder bei dir bist, in der Eigenliebe bist, in der Wärme bist und dich im Außen, nur von der Vorstellung, in ein Bergkristall setzt und wirklich geschützt bist und dir wirklich vorstellst, da ist eine Wand um dich herum und du lässt all die anderen einfach los und beschäftigst dich auch wirklich. Die Schildkröte sagt, für 3 Wochen ist sie bei dir, also die Zahl kriege ich dazu rein. Rückzug. Ne, die zieht sich so zusammen, die guckt bei sich, die macht sich das schön. Das ist wichtig. Bitte erzwinge nichts. Die anderen entwickeln sich auch in ihrem Tempo. Du bist hier nicht diejenige, die andere mitreißen muss andauernd. Das ist das, was wichtig ist. Ich hoffe, du hast mitgeschrieben. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Abend. Verwöhn dich nach Strich und Faden. Ne? Tschüss du. Tschüss, tschüss. Ja, ich habe mir angewöhnt, immer hinterher zu machen. Meine Kinder rollen dann immer mit den Augen. Das ist ja auch irgendwie, manchmal gewöhnt man sich so Sachen an. Das ist so wie, ach, ist das lecker. Ich mache mir immer so selber ein paar Drinks zu Hause mit Cola und Ananassaft und einen Schuss, wie heißt das, Ingwer-Shot dazu. Das, dann ist das immer so lecker und dann muss ich immer so ach, machen. Das finde ich dann einfach toll. Ja, ich unterdrücke das hier. Mir ist das am Anfang einmal passiert und dann habe ich gesagt, ui, meine Tochter wird jetzt wieder sagen, oh Mama, ne, das geht gar nicht. Ja, das ist nicht gesellschaftstauglich, genau. Ja, aber es ist, wie es ist und ich lache auch mit mir selber manchmal, weil ich denke so, was machst du denn da? Was ist denn? Das muss doch gar nicht. Oder mein Gott, bist du wieder anspruchsvoll an dich selber. Wirklich, redet mit euch, damit macht ihr das Tollste. Damit meinte ich jetzt nicht den ganzen Tag einfach nur irgendwelche Sachen, sondern oh, das habe ich schon ganz gut hingekriegt. Ja, es war noch nicht so ganz perfekt, aber oh, ich habe den Mut gehabt, das zu tun. Damit steigert ihr euch, das ist toll. Und wenn du dich als besten Freund an der Seite hast, als beste Freundin an der Seite hast, dann hast du schon in Zeiten, wo du sagst, die will ich alle nicht mehr, weil die alle teilweise richtig fies und gemein sind und ich immer drüber hinweggeguckt habe, dann hast du schon mal eine Freundin oder einen Freund in dir selber. Das ist schon mal klasse. Wen darf ich begrüßen? Hallo, die Erika ist da. Ja, mache ich dir doch. Das ist der tiefe Blick, ist alles, was mir entgegenspringt. Auch was du so ein bisschen als Lernaufgabe hast, ja. Das Wichtigste, ne? Das Wichtigste ist bei dir im Moment auch wirklich Vertrauen in dein Bauchgefühl. Zweifel nicht so viel an. Du hast viel Unruhe in deinem Leben gehabt. Das geht jetzt aber Stück für Stück raus, ja. Das sieht man hier schon ganz klar. Du selber hast gute Fähigkeiten, auch selber dich mit Karten zu beschäftigen. Klare Karten, das heißt nicht unbedingt bunte. Skatkarten sind damit zum Beispiel gemeint, ja. Du bist auch jemand, du kannst unheimlich schön geistig sprechen und so wie das liegt, liegt das wirklich auch so, dass du schöne Komplimente machen kannst, aber auch wenn, ne? Ja. Nein, das ist toll, das ist genau richtig. Wenn du dich als Freundin hast, hast du schon die halbe Miete, sagt man, oder schon gewonnen, ja. Das ist total klasse. Und du müsstest auch ein Stück kreativ sein, auch das habe ich hier liegen.
Vor allen Dingen, du bist wirklich auch eine klare Frau, eine herzliche Frau, eine liebevolle Frau. Ja, das ist ja nur ein Teil. Du bist lebensweise. Dein Lachen ist wunderschön. Ich bitte dich. Du kannst schön sprechen. Also ganz, 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 ganz toll. Geh da weiter. Ich habe hier auch, da unter sind nochmal die Sterne, eine schöne Wunscherfüllungskraft. Fang an mit kleinen Dingen. Ja, ich möchte mehr Gespräche, ich möchte mehr Unterhaltung. Ihr da oben macht mal was. Und du wirst, wenn du unterwegs bist, wirklich ganz andere Dinge erleben. Richtig, richtig schön. Kann ich nicht anders sagen. Du bist eine tolle Persönlichkeit. Du kannst gut sprechen. Du zweifelst mir aber zu viel an dir selber, an deinem Leben. Ja, aber das wird Stück für Stück rausgehen. Gerade wenn du mit dir... Ja, selbstverständlich. Du, dafür kannst du gar nicht zu alt sein. Wir können bis ans Ende unserer Tage lernen. Das wirst du im Übrigen auch. Ne, siehst du, das ist doch, ne? So, und rede mit dir selber best, was du machen kannst. Hast du doch gut geschafft, sagst du denn zu dir. Schaffst du doch, ist doch klasse. Und wirst merken, du bist auf der richtigen Seite. Ich drück dir von Herzen die Daumen. Alles Liebe dir. Dankeschön. Tschüss, du, tschüss. Dankeschön, gleichfalls. Ja, meine Lieben, wenn du auch zu mir kommen magst und ich weiß wie, wir haben im unteren Bereich das Laufband. Das sind unsere Mitmachregeln. Du musst natürlich auch 18 Jahre alt sein, ganz klar. Und ich freue mich auf dich. Das ist schön, das läuft. Wenn du gleich den Fernsehton ausmachst, möglichst schon mit der Fernbedienung in der Hand hier anrufen. Viele kommen einfach so, zack, sind sie durchgekommen und zack nochmal. Und jetzt sind wir in der Anonymrunde. Es ist trotzdem noch die Abendbrise, weil ich einfach auch frisch bin und das schnell mache. Das ist mir einfach wichtig, damit ich vielen etwas mitgeben kann. Aber ich nehme mir jetzt im Moment auch ein bisschen Zeit. Egal, ob das Streiflicht, da ziehe ich dann die Karten rein intuitiv oder von oben geführt. Das kannst du sagen, wie du willst. Denn Intuition ist ja auch ein ganz tolles Feingefühl. Ich finde, es wird um Begriffe wie Spiritualität oder hellsinnig oder so auch zu viel. Das hört sich immer so dramatisch an und ich bin eine Hexe oder ich bin dies oder so. Das ist toll, mit Dingen zu arbeiten, aber es erschlägt einen manchmal auch so hellsehend, hellfühlend, hellwissend. Das heißt nur, wir sind da besonders empfindsam und das solltest du auch für voll nehmen. Deswegen sage ich immer, mach alles langsam. Du überfühlst nichts, du übersiehst nichts, du nimmst auch die Zeichen wahr. Ich habe manchmal bin ich auch ganz kritisch. Ich hatte mal eine Frage nach oben. Da habe ich gedacht, ja, das kann doch nicht die Antwort sein. Also dazu muss ich jetzt aber ein Zeichen haben. Dann habe ich ein Zeichen gekriegt. Das war so, und ich guckte aus dem Fenster und sah einen Busch, der sah aus wie ein abstrahierter, also ganz schlicht dargestellter Engel. Und dachte, na ja, okay, das ist Herbst, kann ja mal sein, dass der Busch so aussieht. Das reicht mir nicht. Ich möchte noch ein Zeichen. Das nächste Zeichen war dann, ich bin besonders verbunden mit Raben. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag welche sehen muss, aber da hat sich einer auf die Laterne gesetzt und mich angeguckt. Das war dann das zweite Zeichen. Da habe ich gedacht, na ja, gut, aber ich brauche noch ein drittes. Irgendwie so, der Rabe kommt vielleicht manchmal und setzt sich da hin. Ja, der setzt sich da wirklich manchmal hin, aber dann guckt er nicht so in mein Fenster. Ne? Und dann gab es irgendwie noch ein Zeichen. Was war denn das noch? Ach so, ich bin morgens mit einem bestimmten Wort aufgewacht. Genau. Und dann wusste ich, das entspricht der Wirklichkeit, weil ich nachgeguckt habe, was das Wort bedeutet. Also, ihr könnt sagen, genauso wie ich bin auch manchmal, weiß ich nicht, glaube ich nicht, nachfragen. Wen darf ich denn jetzt begrüßen? Hallo, danke schön für deine Geduld, dass ich den Satz noch zu Ende sagen durfte. Was schaue ich dir? Ja, mache ich dir gerne. Du bist manchmal auch so ein bisschen niedergeschlagen und das sind nicht deine Gefühle, sondern die von den anderen, weil du auch sehr feinsensibel bist. Das kann sogar sein, dass du diese Hochsensibilität hast und ganz schnell Festivitäten verlassen musst, auf den Flohmarkt gehst und merkst, oh nee, geht heute gar nicht, ja, weil du bist wahnsinnig empfindlich. Du hast ganz schnell Kopfkino, ja, und die Karten sagen, bitte raus, regelmäßig dich bewegen, ja, und du brauchst deine Rückzüge, um dich immer wieder zu sammeln, auch wenn du denkst, irgendwie bin ich ja komisch, ich muss immer mal so ein bisschen alleine sein. Nee, du bist nicht komisch, überhaupt nicht, du bist sogar ein ganz
herzlicher, liebevoller Mensch, also liegt richtig schön, aber jeden, den du gerne hast, egal ob Arbeitskollegen, Freunde, Familienangehörige, du bist immer liebevoll, viel zu liebevoll, und deswegen brauchst du wirklich die Rückzüge. Ja, super wichtig für dich. Du durchlebst gerade ganz starke innere Veränderungen. Die gehen auch dahin, dass du Verstorbene wahrnimmst. Ja, wenn du Angst kriegst, sagst du einfach, bitte in meinem Tempo. Ja, ich möchte keine Angst haben. Das langsam Stück für Stück, dann ja, sonst nein. Aber bitte weg mit dem Kopfkino, wenn du merkst, ratter, 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 raus mit dir, machen, Sport treiben, Spaziergänge, raus ins Grüne, das ist wichtig. Und hier liegt auch eine kleine Weiterbildung bei dir, auch was mit Spiritualität zu tun hat. Auch das bitte machen ist ganz wichtig. Alles Liebe dir. Tschüss du. Tschüss. Gerne, tschüss. Ja, meine Lieben. Löchert mich. Ich bin extra für euch gekommen und nicht, um hier einfach nur zu sitzen und zu sagen, ich kann das. Und wir machen gleich weiter, die Infos. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Da bin ich wieder, meine lieben Zuschauer. Ich kann ja auch mal schauen, ich bin ja auch ein bisschen neugierig, was der Nächste denn so hat. Dann sparen wir sogar ein bisschen Zeit. Das ist dann wirklich, das ist eine Person, die Führungsqualitäten hat. Das sagt Erzengel Gabriel. Die Zeit ist gekommen, wo du deine Führungskraft und die entsprechende Position annehmen und andere liebevoll führen musst. Das können die Familienmitglieder sein. Das kann sein, dass du anfängst, Kurse zu geben, Menschen aufmerksam machst auf bestimmte Dinge. Das kann im Kleinen sein, das kann im Größeren sein. Das kann ich anhand dieser einzelnen Karte nicht sehen. Aber es sagt uns auch ganz deutlich, du bist soweit, hab keine Angst, ja. Und ganz ehrlich, wenn du sagst, bitte in meinem Tempo und bitte nur die Menschen, mit denen mir das auch Spaß macht, eine Führungsposition zu übernehmen, das ist wichtig, denn die da oben wollen gar nicht, egal ob du das Universum nennst oder Engel oder Gottheiten oder ihr Schaman, bitte dahin, wo du das möchtest, sage wirklich, ich möchte auch Spaß daran haben, denn wir sind auch dafür da, trotz unserer Lernaufgaben, dass wir wirklich Spaß haben, dass wir lachen, gackern. Engel sind auch zum Beispiel sehr albern. Die mögen Kitsch, die mögen bunte Streuseln, die mögen sozusagen Feenstaub und die mögen lachen und die mögen auch Albernheiten. Und wir brauchen das auch selber als Entspannung. Ich ziehe ja auch oft den Delfin, nimm dir Zeit zu spielen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du ständig ein bestimmtes Spiel spielst, sondern das heißt auch einfach, ich guck mal so mit Farben, wie sieht das aus? Oder wenn ich das so mache, was würde dazu passen? Alles spielerisch einfach machen. So nicht mehr so dieses, boah, ich will, ich muss. Auch Führungsqualitäten haben nichts damit zu tun, dass wir in die Strenge gehen müssen. Wen habe ich jetzt in der Leitung? Ja, du bist auch die Lady, die ich doch gestern beraten habe zu deinen spirituellen Geschichten, ne? Ja, genau. Und hast du gesehen, was ich für dich schon gezogen habe? Ja. Das heißt, durchstarten, ne? Und ich glaube, du warst in den ersten Schritten und hast gesagt, ja, ich bin ja schon dabei, aber auch noch so ein bisschen schüchtern, ne? Das ist ganz klar, du bist bereit. Und weißt du, ich habe auch angefangen und es kam immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ich saß auch nicht vom ersten Tag an hier, sondern das hat sich gesteigert. Ich hatte am Anfang auch nicht den Wunsch. Das ist entstanden, das ist ein Weg. Und wenn du sagst, mit den Leuten, mit denen das Spaß macht, die das annehmen können, was ich sage, ja, dann bist du soweit. Ja, gerne. Also ich drück dir die Daumen und du hast auch tolle Energien.
Und wenn es mir schon mal kalt den Rücken runterläuft, holla die Waldfeder, ist was los bei dir, ne? Ja, Mensch. Ja, du hast wirklich ein ganz, bei dir ist es so, manchmal steht dir dein eigener Kopf im Wege und manchmal bist du so voll mit Gefühlen, dass der Kopf nicht mehr mitkommt. Also da weißt du dann immer nicht, wer ist denn jetzt dran, ja? Und dann setzt du dich einfach hin und sagst, ich möchte dazu eine Antwort haben. Guck mal, und hier ist auch ganz klar, Neuanfänge mit Sicherheit. Das heißt, du kannst es, du hast es drauf. Aber mach langsam, weil wenn du langsam machst, und das ist das, was ich immer wieder sage, auch Pausen, auch Rückzüge, Stück für Stück und Stück für Stück, das ist die Schlange. Nicht der gerade Weg, der straighte Weg, sondern, ah, okay, das ist ja spannend. Ah, okay, das ist die Antwort. Na, wirklich so einmal ein und dann sind Kopf und Bauch zusammen und dann ist es spitzenmäßig. Aber noch eins, manchmal ist es auch wichtig, Bauch zu sein und manchmal Kopf. Ne? Also nicht, dass du denkst, du bist falsch. Alles Liebe, toi, 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 tschüss. Gerne, tschüss, tschüss. Ja, das ist so. Wenn du jetzt zu mir kommen magst, bitte den unteren Bereich. Da haben wir das Laufband, das sind unsere Mitmachregeln. Natürlich würde ich gerne noch mehr sagen, aber ich muss natürlich auch so ein bisschen im Kontingent bleiben. Weil ich weiß, da sind ja auch noch andere da draußen. Aber manchmal ist es so, ah, dann sehe ich das noch und weiß, für den Anrufer ist es ganz doll wichtig. Und dann versuche ich noch ganz schnell zu sprechen, damit der das noch mitkriegt. Ja, meine Lieben, aber ich weiß, dass viele wissen, dass ich nicht irgendjemanden vorziehe, sondern dass das wirklich das ist, was wichtig ist. Und einige wissen auch wirklich ganz viel selber. Und da brauche ich nur, manchmal ist es wirklich so, dass ich fühle, das ist alles gut, das ist alles in Ordnung, du bist auf deinem Weg, der Rest ist üben, üben, üben. Mehr gibt's da nicht. Und eins bei spirituellen Leuten ist, oder Menschen oder Wesen, ist einfach super wichtig, Auszeiten und Nein sagen. Und wenn du eine Sitzung hattest und dein Schützling sagt, ja, aber ich weiß auch noch gar nicht, ja, und aber ich habe, bitte, die Sitzung ist vorbei, sie darf gerne wiederkommen in ein paar Wochen oder eher, weil du sitzt sonst bis in die Nacht hinein und bis hinterher, also übertrieben natürlich, und bis hinterher fix und fertig, mach nur den Zeitbereich, puste die Kerze aus, rechne ab, geh zur Tür, nicht ausnutzen lassen, weil ne, die fühlen sich wohl, es fließen Energien. Übrigens auch immer eine Kerze an, das ist auch immer gut, dann bleiben die Energien schön hoch. Das nur mal so im Allgemeinen gesprochen. Wen darf ich jetzt begrüßen? Du, machst du bitte den Fernseher aus? Ja. Ja, siehst du wohl. Und ich sag noch, behalt die Fernbedienung in der Hand. Ne? Was magst du wissen? Ja? Ich höre irgendwie immer noch was. Kann das sein? Hast du nur leise gemacht, aber nicht ganz aus den Ton? Ja, gut. Weil das kostet uns immer so wertvolle Zeit, weißt du. Nein, die geht ja von deiner Zeit auch, von deinem Kontingent ab. Das Erste, was ich dir schon mal sagen kann, was gleich in der ersten Kartenreihe liegt. Du bist dauerhaft verbunden mit den Engeln, immer wieder im Gespräch. Eine ältere Person ist drüben, die sich immer wieder versucht, bemerkbar zu machen. Ja, liegt sehr nett, sehr einfühlsam im Kartenbild. Gefällt mir sehr gut. Hier liegt wirklich, du zweifelst das manchmal an. Das ist ein Zeichen gewesen. Da bist du so wie ich früher, ich bin natürlich auch noch manchmal so, dass du sagst, wenn das wirklich so ist, möchte ich dazu ein ganz klares Zeichen haben zu dieser Situation. Was ich fühle, ist das so richtig? Ne? Weil ein Zeichen kriegen ist ein Zeichen kriegen, dann wissen wir nachher nicht wofür. Darauf. Du bist wirklich im Moment ein bisschen auf dich zurückgeworfen. Kopfkino, falsche Kompromisse gehst du ein, lass die Finger davon. Du fühlst dich ein bisschen vom Leben bestraft, das wird noch so ein klein bisschen mehr. Bitte, bitte, ja, bitte zieh die Konsequenzen. Wenn du die Konsequenzen ziehst, Schluss aus Mickey Maus, wenn ich das mal so sagen darf, ist wirklich, dann gehst du in deine Kraft, dann gehst du in deine Energie. Aber grenz diese Leute aus, die haben, haben, haben wollen. Das ist super wichtig. Wie gesagt, die Engel sind deine Freunde rund um die Uhr. Selber könntest du auch Tageskarten und sowas für dich ziehen, aber bitte nicht in den Kopf gehen, sondern einfach, ah, das könnte das sein oder das.
für andere mal so gucken, drei Karten ziehen oder so, aber nicht für dich selber so intensiv. Das ist wichtig. Wie gesagt, weg vom Kopfkino. Du hast beides liegen, den Reiter und den Park am Lebensbaum. Der ist hier unten, der Park. Du brauchst Sport, du brauchst das Grüne, also rausgehen, Fahrrad fahren, Spaziergänge machen, um dich wohlzufühlen, um kein schlechtes Gewissen oder schlechte Gefühle bis hin zu Ängsten bekommen. Also wirklich, mach das, ganz wichtig. Ich drücke dir von ganzem Herzen die Daumen. Alles Liebe dir. Dankeschön. Ja, das ist mir so wichtig, weil ich möchte ja, dass du glücklich bist. Also, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Da, gerne. Tschüss du. Tschüss. Ja, ich war eben noch großzügig beim Nächsten, der den Fernsehton anhat, mit Ausmachen und so. Dann ziehen wir das von der Zeit ab, ne? Muss ich ja sagen. Ja, das ist so nett. Ich lache so viel auch unterwegs mit den Menschen. Und viele fühlen sich einsam, aber das ist wirklich so, wenn wir ganz normal sind und mir wird oft gesagt, ich bin authentisch, das bin ich auch wirklich. Ich halte die Türen auf, ich sage, oh, du oder sie riechen ja toll, mein Gott, ist das schön. Oder du siehst ja toll aus oder es ist ein toller Style oder du machst bestimmt irgendwas mit Kindern, wenn ich das so sehe. Dann sagen sie so, ja, woher weißt du das? Das ist so, oder die sagen, ich bin seit ein paar Monaten arbeitslos, das ist das erste Schöne, was ich seit ein paar Wochen wieder höre. Und dann ist das wirklich so, dass der glücklich ist und ich mich freue, dass ich wirklich, ne, auf was Nettes getan habe. Ich mache das jetzt nicht, um Lob zu kriegen oder sonst was. Ja, ja, ja. Der Nächste, ja, das passt auch so, hat das Krafttier Reh. Das heißt, in der Situation, in der du gerade bist, egal welche Situation, und oft zieht sich das wie ein roter Faden durch Freundschaften, durch die Jobsituation oder durch Berufung, ja, ist das wirklich so, dass du auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition hörst. Das Reh ist jetzt für 4 Wochen bei dir. Und wenn du den Kontakt immer mal so ein bisschen verstärken willst, mein nächster Anrufer, ich sag dir das jetzt schon, denk einfach an das Reh oder sag, ich verbinde mich mit dir. Du wirst auch wirklich eine Runde nach der anderen gehen, sagen meine neuseeländischen Karten. Mittlerweile gibt es die auch in Übersetzung, aber ich sage deshalb immer neuseeländische Karten, weil meine Tochter mir die mitgebracht hat und ich das einfach total klasse fand und mich auch während ich hier sitze immer noch freue. Ja, dazu kommt auch noch, und das finde ich auch gut, du bist auf dem Weg der inneren Veränderung. Auch dir sagt Erzengel Raphael, der steht ja für die Heilung, wenn du das noch nicht weißt. Ein paar Mal wirklich ganz tief ein- und ausatmen, 3-mal, weil du wirklich deinen ganzen Organismus damit wieder in Schwung bringst und du auch wirklich so durch dieses Auspusten so... Oder ob du es mit Geräusch machst oder nicht. Aber du lässt damit den Druck von den anderen ab und aus. Und merkst, du kommst wieder bei dir an. Und das Reh hilft dir, in deine Intuition zu gehen. Richtig schön. Und eine Runde nach der anderen heißt, nicht, dass du zack, jetzt bin ich perfekt, jetzt kann ich das. Sondern die nächste Runde, ah, das war schon gut, hast du schon gut gemacht. Lob dich selber auch wirklich. Und dann kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt. Wir sind nicht von jetzt auf gleich perfekt. Immer vorstellen, wie kleine Kinder anfangen zu laufen. Die weinen, die schlagen sich die Knie auf, das tut weh. Au, das stimmt. Wir haben es bald 9 Uhr, das heißt, es wird wirklich die letzte Beratung. Wie gut, dass ich schon was vorgezogen habe, meine Lieben. Das darfst du schon mal mitnehmen, nächste, also mein Anrufer. Ja, noch ist keiner bei mir, das heißt, du kannst jederzeit anrufen. Und noch durchkommen. Wen darf ich hier begrüßen? Schönen guten Abend. Hi. Ja, siehst du mal wohl, ne? Weil du das so gerne wolltest. Ja, hast du schon mitgekriegt, was ich eben erklärt habe? Ja, das ist für dich. Du bist nämlich auch gerade dabei, deinen Charakter so ein bisschen zu überprüfen, ja? Und ach, ne? So, das ist gut. Ach so, Moment, bleib mal in der Leitung. Meine lieben Zuschauer, bis morgen, ich glaube, um 1 bin ich wieder da für euch. Ich bedanke mich für euer Vertrauen. Ich bedanke mich für die vielen tollen Gespräche, die tollen Feedbacks. Danke, danke. Habt einen schönen Abend. Auf Wiedersehen, eure Katrin Mücke. Tschüss.